Was ist denn jetzt los, Lloyd? Ah, er. Oder sie. Mandy, Mandy. Läuft zur Kundschaft der Hütte. Auf der Hand. Ein Brett. Hat ein Brett in der Hand. Jawohl. Qualität 1. Das heißt, wir haben jetzt gleich unseren Kundschafter, die wir losschicken können. Das ist doch genial. So, jetzt brauchen wir noch einen Handwerker. Jawohl. Danke, danke. Haut rein. Haut rein. Macht's fertig, das Ding. So. Volle Anzahl Arbeiter benötigt. Oh, nicht genügend Arbeiter. Okay. Also, da haben wir eh schon einen rausgeschmissen. Dann würde ich sagen, schmeißen wir, da haben wir noch einen. Dann machen wir mal einen Bauarbeiter weniger und wir machen einen Holzarbeiter weniger. Ich weiß, dass es. Deswegen brauche ich ein Ding. Ja, hallo? Ich habe doch noch einen zweiten. Ah, jetzt. Gut. Weltkarte öffnen. So. Wohin? Entweder zum Schrein. Zum Schrein in den Wald, zu den Siedlungsruinen. Das wäre halt, glaube ich, schon interessant, ne? Moment, mach mal Pause hier, dass das uns nicht wegläuft. Ja, nur habe ich dank schlemmend Bauchweh. Da du ja nicht warm darfst. Weingummi, Lakritz, halbe, halbe. Also als ich damals mein Weisheitszahn rauskam, hat mein Zahnarzt gesagt, ich soll den Milkshake von McDonald's trinken, weil der sättigt. Weil man bekommt ja die Klappe danach nicht weiter auf, als ein Strohhalm reinpasst. Ich hätte nicht mal am Strohhalm saugen können. Aje. So. Sagt mal. Es steht wieder eine Entscheidung an und diesmal sind es drei. Nein, vier sogar. Vier Dinger. Da gibt es ja nochmal einen Steinbruch. Wir haben Siedlungs-, also die Ruinen, wir haben Wald, wir haben Schrein und wir haben Steinbruch. Steinbruch ist jetzt eigentlich unsinnig. Schrein wäre, glaube ich, wegen dem vergessenen Wissen sehr interessant. Zerstörte Siedlung, ähnlich wie unser altes Zuhause. Hier finden sich vielleicht ein paar verzweifelte Überlebende oder übrig gelassene Nahrung. Also da, wenn man Glück hat, könnte man natürlich Überlebende finden. Ah, cool. Kundschafter, Siedlung, Wald, Schrein, Steinbruch. Achso, ja, die Entscheidung für den Kundschafter. Siedlung, Wald, Schrein oder Steinbruch. Da bin ich gespannt. Vergessenes Wissen kann, glaube ich, schon hierfür gut sein, aber da kann ich mich jetzt leider nicht mehr erinnern. Aber ich glaube, die Kranken, die, da steht die Entscheidung eh schon fest, die nehmen wir nicht mit. Wie lange dauert eigentlich diese Umfrage? Eine Minute wahrscheinlich, ne? Also so vom Gefühl her wäre es eine Minute. Ich habe 2 Minuten eingestellt. Ah, okay. Es kommt halt immer drauf an, ne? Ich sehe jetzt halt 9 Zuschauer. Man weiß natürlich immer nicht, 9 Zuschauer. Vielleicht sind dann davon 3 oder 4 nur so im Lurk und wollen gar nichts machen. Das ist ja normal. Ich schaue ja auch oft einfach mal nur zu, ohne dass ich irgendwie interagiere. Von daher denke ich mal, wenn jetzt halt nur 4 Leute oder was da sind, die aktiv mit abstimmen, reicht es eigentlich, wenn es dir eine Minute magst. Denke ich jetzt mal. Aber gut. Ist ja wurscht. Ich weiß auch nicht, wie man das. Ich habe es zwar mal angeguckt, das eine Mal, wo du ja geschimpft hast mit mir. Hattest du ja auch recht. Wofür ist ein Moderator da, ne? Aber ist mir jetzt nicht mehr im Sinn, was ich da genau einstellen. Das Wahlergebnis ist lecker Lakritze. Das ist doch toll. Also dann laufen wir jetzt direkt zur lecker Lakritze. Nee, Lakritze ist wirklich das Einzige, womit man mich jagen kann. Also ich esse alles Mögliche. Die Siedlung. Die hier dann. Ja, die hier dann. Alles klar. Dann schicken wir die Kundschafter.
Achso, Kundschafter sind auf dem Weg zum Gebäude. Okay, das sieht man ja hier. Denke ich mal. Achso, ich muss ja laufen lassen, ne? Ansonsten gehen die nicht. Du bist auf eine Gruppe von Nomaden gestoßen, die nach einer neuen Heimat suchen. Einige von ihnen sind vergiftet und werden bald sterben. Wirst du sie in dein Dorf aufnehmen? Wir schicken sie weg. Sie wandern weiter. Okay, wenn weiter nichts passiert, wenn ich sage, sorry Leute, aber ihr habt die Pest im Nacken, ich will euch nicht hier drauf haben, dann ist es in Ordnung, ne? Oh, Nahrungsdetails, warte mal. Gesamtrein verarbeitete Nahrung 0, Verbrauch 40, Produktion 30. Oh, da muss ich gucken, dass wir eine weitere Nahrung noch machen, ne? Wir haben die Bärensammler, wir haben aber hier oben, glaube ich, beim... Achso, das sind ja Enokräuter. Dann muss ich hier mehr anlegen. Warum baut denn den eigentlich keiner ab? Hier ist Sabralot. Und dann gehen wir da nochmal drauf. Dann machen wir Anbau. Ah, nee, Quatsch. Das darf ich nicht. Aufgaben, das sollen die entscheiden. So. Also Zunge nicht richtig bewegen können, das ist echt eine... Ich wusste gar nicht, wann man die Zunge wie bewegt, nur weiß ich es genau. Ich liebe Kretz insbesondere mit rotem Weingummi gemischt. Oder grünem. Die Vampire von Haribo. Lecker. Weil mein Sohn mag am liebsten gelb und orange. Die kann er haben, die sortiere ich immer aus. Hier ist am liebsten weiß, grün, rot und wenn es gibt, blau. Hier ist alle Farben. Orange und gelb bleibt liegen. Wird verbuddelt. Onbu-Doktor, stimmt, den müssen wir auch noch bauen. Den würde ich gerne neben mein Rohr setzen. Das geht nicht, ne? Ja, doch. Den baue ich dahin. Das geht dann schon, weil hier sind die Büsche ja noch in dem... Genau, die sind noch mit drin. Das passt wunderbar. Wunderbar, dann kann ich da auch einen Weg hinziehen. Zack. Die Büsche möchte ich natürlich nicht wegmachen, das ist klar. Nee, lass das mal hier. Das ist unwichtig. Das da passt schon. Oh, wir sind beim Bett. Das ist cool, dann kann sich Onbu auf jeden Fall hinlegen. Onbu Giftlevel. Interaktion, Platz, befiehlt Onbu eine Pause zu machen und sich hinzulegen. Wenn er sich nicht eh schon hinlegen möchte. Ich glaube, das müsste jetzt passen, ne? Dieser Ort ist nicht von Gift betroffen und sieht nach einem bequemen Schlafplatz für Onbu aus. Ja, perfekt. Onbu knurrt unglücklich, da es spürt, dass sein Stachel herausgerissen wird. Was? Sein Stachel wird herausgerissen? Von wem? Onbu schläft. Aber ich hoffe doch, er liegt wirklich richtig satt da. Ich meine, hier steht ja ein Schlafplatz für ihn, ne? Ja. Das wird schon passen, oder? Denke ich mal. So. Was haben wir denn? Oh, da vorne ist Gift, glaube ich. Ah, nee, Futterstelle. Okay, okay. Das passt ja dann. Kundschafter, die sind noch eine Zeit lang unterwegs. Da ist dann später, wenn die wieder zurück sind, dann machen wir eine neue Umfrage.
So, was ist denn das hier? Frische Luft, frei von Giftstoffen. Wunderbar. So hört sich das. So, wir sollten dann aber, also das ist eigentlich schon, wir sollten auf jeden Fall dann später zu der Siedlung gehen, dass wir mehr Leute kriegen. Das wäre schon echt wichtig, weil wir haben zu wenige. Der liegt jetzt doch nicht drauf, ne? Der liegt jetzt nicht drauf, ne? Komplett. Also Ananas ist ja nur bei dem Tropico dabei und das ist ja so gar nicht meins. Ich liebe Ananas. Ja gut, jetzt ist es blöd, ne? Ich kann ihn jetzt nicht nochmal hochscheuchen. Der muss jetzt da liegen bleiben. So, wie schaut es jetzt aus wegen Essen? Besser, ne? Oh, die alte Frau. Alle Gebäude hier sehen völlig verwüstet aus, mit einer Ausnahme. Aus dem Schornstein eines alten, verbarrikadierten Herrenhauses steigt Rauch auf. Deine Kundschafter öffnen die Tür und finden eine ältere Frau in ihrem Schaukelstuhl, bewaffnet mit einer Armbrust. Wir sollten ihr etwas zu essen anbieten, um ihr zu zeigen, dass wir im Frieden kommen. Können wir nicht machen, weil wir haben nichts dabei. Wir könnten versuchen, uns vorbeizuschleichen und ein paar ihrer Ressourcen zu stehlen. Wir sollten sie in Ruhe lassen und die Umgebung durchsuchen. Tja, sollen wir das jetzt abstimmen? Ich glaube nicht, oder? Wir lassen die in Ruhe. Ich möchte die alte Dame jetzt nicht da aufscheuchen. Das hier. Und dann durchsuchen wir lieber die Umgebung. Das machen wir jetzt mal ohne. Hier gibt es nichts. Alles klar, akzeptieren. Immer schön in Ruhe lassen, ja. Dorfarzt wurde erforscht. Dann machen wir langsam. Gehen wir mal hier auf die Forschung. So. Wenn wir den Dorfarzt jetzt natürlich haben, dann können wir das nächste Mal auch vergiftete Leute aufnehmen. Das ist natürlich dann schon, ne? So. Dekontaminator. Bekämpft die Verbreitung giftiger Pflanzen. Braucht Biogas oder Ondu-Galle als Brennstoff. Das heißt, wir müssten erstmal irgendwas erforschen, was uns das Biogas bringt, ne? Dann müssten wir jetzt den... Ich liebe die Pilze und die Frösche. Ja, ich esse auch Pilze. Frösche habe ich jetzt noch nicht gegessen, aber... Pilze esse ich ganz gern. Mistsammler würde ich machen. Weil eben wegen diesem Bio-Dingsbums-Gas. Andererseits, wir bräuchten auch, wenn wir... Na gut, wir finden jetzt ja gleich was zum Fressen, ne? Lasst uns mal strategisch vorgehen. Wir haben hier vorne eine Futterquelle für unseren Onbu. Das heißt, ich muss jetzt halt noch nicht auf Essen direkt gehen. Dann würde ich eher sagen... Menno, oder Schlümpfe? Du isst Schlümpfe? Oh Mann, du Gargamel. In Pity-Gestalt. Ich esse eh wenig Süßes und wenn, hole ich mir meist holländische Lakritz-Weingummi. Oh. So, helf mir mal bei der Entscheidung. Onbu streicheln. Also wenn wir den Onbu-Doktor machen, dann können wir ihn dann später auch streicheln. Also Onbu-Abführmittel, Futterverflüssiger, Fütterungspumpe, Injektor. Ich denke mal, dass die Küche schon wichtig ist, aber wir kriegen jetzt was zum Essen, also stelle ich das jetzt nochmal hinten an. Gargamel jagt die nur. Ja, weil er sie ja immer nicht fressen kann. Aber er will sie ja futtern. Boah,
das bräuchte man. Also ich würde sagen, dass wir, weil ich weiß eben noch vom letzten Mal spielen, dass dann später auch mal giftige Gebiete kommen und wir dann plötzlich Pilze oder irgendwelche giftigen Sachen haben. Deswegen würde ich jetzt den Mistsammler machen, um Biogas und Dünger herzustellen. Machen wir jetzt halt. Und als nächstes dann hier den Dekontaminator. Den quasi als nächstes. Nein, das ist Asrael, die Katze. Achso, Gargamel will sie immer nur fangen, ne? Aber ich glaube, insgeheim will er die essen. Das ist, so schätze ich den ein. Ganz klar. So, haben wir eigentlich unser Onbook geht, ja, das ist in Ordnung. Oh, die kommen dann gleich wieder, die Kundschafter. Oder? Ach nee, so lange brauchen die. Wann kommen denn die Kundschafter wieder? Schau mal zu deinen Kundschaftern. Volle Anzahl Arbeiter benötigt. Bildkarte öffnen. Ah, die können wir schon schicken. Also ganz ehrlich, ich entscheide es jetzt einfach mal. Wir gehen jetzt zu der Siedlung, weil wir brauchen Arbeiter. So, zack. Kundschaften, Kundschaften, jawohl. Onbo wird mit Sicherheit hier futtern und später ist dann wieder die Entscheidung, ne? Ob links oder rechts. Aber wir gucken dann auf jeden Fall nochmal kurz vorher auf die Karte, ob hier irgendwie was ist, wo wir sagen, das könnte uns beeinflussen. Also von der Entscheidung. Keine Ahnung, giftiges Feld oder sonst irgendwas. Tja, da fehlt es halt noch, ne? Ist klar. Wir haben keine Arbeiter, ja. Ist okay. Wir könnten höchstens bei den Kräutern jemanden wegziehen und hier mit reinschmeißen. An diesem Ort gibt es etwas frische Nahrung für Onbu. Jawohl, der frisst. Onbu knurrt unglücklich, da er spürt, dass sein Stachel herausgerissen wird. Hm. Pittichen geht. So, ich bin mal... weiter, euch weiterhin viel Spaß bis nächstes Mal. Ach, Sunny, okay. Vielen herzlichen Dank, dass du mit reingeschaut hast und danke nochmal für den Sub. Und wie gesagt, morgen kommt der Part. Nein, ich gehe nicht. Morgen kommt der Part, ne? Auf YouTube und da einfach kommentieren. Dam, 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 dam. Onbo scheint sich unsicher zu sein, welchen Weg es an der nächsten Kreuzung einschlagen soll. Gib Onbo einen Befehl an der nächsten Kreuzung. Wir schauen uns nochmal die Karte ganz kurz an, ob wir irgendwas sehen. Also hier sieht man jetzt halt nichts. Keine Ahnung. Oh, sie sind auf eine Gruppe von Siedlern gestoßen, die eine neue Heimat suchen. Wirst du sie in deinem Dorf beitreten lassen? Wir nehmen sie auf jeden Fall auf. Die Nomaden haben sich deinem Dorf angeschlossen. Zwei gesunde Menschen traten deinem Dorf bei und zwei hungrige Menschen. Oh Gott, hungrige sind ja noch schlimmer wie kranke. Ganja, mach ich, gucke öfters Videos von dir. Mach weiter so. Vielen herzlichen Dank und schönen Abend noch. Bevölkerungsstufe ist gestiegen. So, es dauert ja noch ein bisschen, ne, bis dahin. Aber die Entscheidung, wie gesagt. Achso, ich entscheide im Grunde, wo es hingeht. Und ihr sagt dann, ob ja oder nein. So, wir haben hier einen Schrein. Schrein, Schrein. Hier weiß ich nicht, ob da irgendwas Bestimmtes kommen wird. Also ich würde nach Norden gehen. Ich entscheide es jetzt einfach mal nach Norden. Also ihr müsst dann sagen, ob ja oder nein. Bobos Games bittet Onbu, nach Norden zu gehen. Soll es dem gehorchen? Ja oder nein? Ist hier die Frage. Es gefällt mir, dass ihr da mitentscheiden könnt. Und das jetzt halt im Grunde wirklich einfach, wenn man das jetzt so sieht, ne?
Ein Vote. Ist aber wirklich mit einer knappen Mehrheit, also wirklich mit einer ganz, ganz knappen Mehrheit wurde das jetzt entschieden, dass wir nach Norden gehen. So. Ja, okay, der wird es dann schon richten. Achso, du sammelst den ein. Bin mal gespannt, ob der... Ach, Onbo akzeptiert deinen Befehl, alles klar. Na, dann passt's ja. Erreiche mindestens 100% Zufriedenheit. 93% haben wir. Achso, die Nahrungsqualität ist wahrscheinlich das, ne? Was hast du? Forschungsgebäude ist hier noch am Forschen. Küche. Wir können natürlich, wenn das jetzt dann mal rum ist, können wir dann vielleicht mal auf das andere... Wir haben ja Rüben auch noch da, ne? Rübensuppe. Rübensuppe, verarbeitetes Lebensmittel, okay. Höherer Qualität, hergestellt aus Rüben. Ja. Dann passt's ja. So, wo schicken wir jetzt die Kundschaft dahin? Ich würde gerne mal zu einem Schrein gehen. Und da wir in die Richtung gehen, ist jetzt die Frage, ein Tag 4 Stunden, ein Tag 11 Stunden, würde ich mal nach hier hinten... Oh, warte mal, was haben wir da? Achso, bereits erkundet, alles klar. Würde ich jetzt... Ich würde jetzt da mal hingehen. Uraltes Artefakt. Machen wir mal... Vor allem, wir laufen jetzt hier da hoch. Das heißt, das sollten die eigentlich locker schaffen. Ja. War das jetzt gespeichert oder was? Da bin ich mal gespannt jetzt, was wir da finden werden. Nee, bitte auf die Ding. Arbeitsplatz Steinmetz, was ist das? Schlechte Nahrungsqualität. Puh. Ach, der Eingang ist da? Na, das ist ja doof. Die Steine wurden jetzt doch abgebaut, ne? Wo ich gedacht habe, die werden nicht abgebaut. Ach nee, das waren die da, ne? Das ist ein Onbu-Stachel, deswegen war das jetzt. Da war ja die Meldung immer von Onbu, er hat das Gefühl, ihm wird ein Stachel rausgezogen. Wo waren das gestanden? Genau, Onbu knurrt unglücklich, da es spürt, dass sein Stachel herausgerissen wird. Ich darf die Dinger hier nicht rauszerren. Okay, nee, ich will ja nicht, dass der unglücklich ist. Die müssen wir lassen, natürlich dann. Wieso? Nimm doch den oben, wo du lang gehst. Nö, ich kann ja den hier machen. Und dann kann ich den machen und dann kann ich den machen. Also das da quasi noch mitnehmen, was geht, ne? Wenn es geht. Möglichkeit 42. Expeditionstrupp ist unterwegs. Ich hoffe, das klappt noch. Ist auf jeden Fall auch mal ein Test, ne? Um es mal so zu sehen. Was haben wir denn da eigentlich noch? Wasser? Pilz? Und jetzt heißt es gleich, du hast zwei Leute auf der Expedition verloren. Du kommst weg. Du kommst weg, du bist schon angemarkert. Bitte nicht den, genau, nicht den hier.
extra auch angeben. Was ist jetzt? Achso, das ist der Baum. Wähle deine nächste Forschung. Die Onwu-Küche stellt Futter aus Pilzen her. Ach stimmt, wenn wir... Moment. Ach nee, da hat er ja gefressen. Ne? Hunger hat er gar keinen. Deswegen ist jetzt dann auch wieder die Frage, was forschen wir? Ich wollte den Ding, ne? Den Dekontaminator, den wollte ich halt erforschen, dass ich das auf jeden Fall habe. Wenn es nämlich zu einem Ausbruch kommt, dass wir das sofort bekämpfen können. Deswegen würde ich den jetzt halt erforschen. Der braucht, keine Ahnung, 2 Tage, 12 Stunden, das geht doch. Und dann bauen wir jetzt nämlich dann... wo bist du? Bauernhof, Küche, Bärensammler. Dorfarzt. Zu wenig Ressourcen. Ja, das ist schon klar, dass zu wenig Ding ist, aber... Ups, was ist jetzt? Ach so, ich habe auf Erg... Ja, okay. Dahin kommt der. Ey, man braucht ja echt viel Zeug, ne? So, das wird jetzt alles hier weggerissen, was da ist. Zack. Ich weiß, dann sind die wieder voll beschäftigt, ne? Aber... So, dann lassen wir mal laufen. Mistsammler wurde erforscht. Genau, den Mistsammler wollte ich machen. Kräutergarten Dorfarzt. Wo ist denn der Mistsammler? Kriegen wir Zelt, Arbeiterposten, Forschungsgebäude. Silo Wassertank. Zum Steinmetz. Den haben wir ja da oben schon beauftragt. Und wo Doktor? Der Doktor müsste dann ja auch irgendwann mal fertig sein. Dorfarzt, Kräutergärtner und... Ja, toll. Hm. Ah. Okay, aber das hätte uns, wie gesagt, hier unten auch blühen können, ne? Aber es ist, glaube ich, ganz gut gewesen, dass ich genau auf die Forschung gegangen bin, weil wir haben jetzt halt hier dann einen kleinen Giftwald. So. Dorfarzt hier, der muss hoch priorisiert werden. Onbu-Doktor, ich weiß jetzt nicht, ob der Onbu... Ich weiß es nicht. Inventar. Wir brauchen mehr... Lagert verschiedene Ressourcen hier, 30 Stück. Wenn man hier hinten ein Lager hinsetzt, dann müsste doch das mit dem Einlagern wesentlich schneller gehen, wenn die hier Bäume fällen, oder? Braucht aber auch 10 Holz. Okay, dann vergiss das. Ja, da wollte ich jetzt gerade sagen, es muss nicht unbedingt sein. Wir machen hier einen weniger. So, und da hier eh nicht so viel ist. Ja, machen wir die noch. Ist immer die Schwierigkeit zu sagen, wo baut man und wie viel baut man und was macht man, aber uns fehlen Arbeiter. Onbu musste mal. Ja, schön, aber das sieht man ja nirgends. Wo kann ich denn jetzt den Mistsammler bauen? Oh, danke dir. Okay.
Okay, Umschalttaste gedrückt halten, um vorzuplanen. Gallensaftextraktor. Aber wo baue ich den, ist die Frage. Nur ich habe es mitbekommen. Hunde, Katzen und irgendwas mit Flex. So, ich gucke jetzt nochmal durch. Forschungshütte. Also da habe ich nichts. Wassertrank, Silo, Materiallager. Von Bärensammler, Bauernhof, Küche. Steinmetz und Zimmermann. Mykologe, pflanzt Pilze an, das ist der hier oben. Wir haben den Hornbläser und den Onwood-Doktor. Kräutergärtner, Dorfarzt. Dorfarzt wird ja hier gebaut. Und die Kundschafterhütte. Aber wo? Mist. Wo ist Mist? Was ist das denn? Ein Pilz. Okay. Tja, keine Ahnung. Was ist das? Prioritätswerkzeug. Ah, okay. Nee, dann weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, wo ich den bauen kann. Okay, lass mal einfach mal schnell laufen. Wir werden dann schon sehen. Ende. Jawohl, ich danke dir. Es sollte mir zwar hier auch eingeblendet werden, aber ich habe das immer so halb nur im Augenwinkel. Also wenn sich irgendwas bewegt, dann ist es meistens so, dass ich irgendwie im Chat was sehe. Da fehlen auch Ressourcen, ne? Oh Mann. Wie schaut's mit unserer Kundschaft da aus? Okay. Voller Steine und andere Materialien. Üppiger Wald, Holz oder Pilze können hier gefunden werden. Ich schicke die jetzt mal in den Wald. Weil das ist auch gleich hier um die Ecke rum, ne? So, giftige Pflanzen haben angefangen auf Onwood zu wachsen. Werden sie nicht schnell entfernt, breiten sie sich aus, infizieren andere Pflanzen und vergiften Dorfbewohner in ihrer Nähe. Entferne alle giftigen Pflanzen von Onwoods Rücken mit Hilfe des Erntewerkzeugs oder einer Dekontaminatorgebäudes. 5 Pflanzen sind's.